habe gerade eine Musketenkugel gefunden. Und Rico hat was ganz Cooles gefunden, hat er gesagt. Jetzt muss ich ganz schnell dahin rennen. Gleichzeitig haben wir hier schöne Signale. So, ich hab den gerade ausgebuddelt, hab den Haufen hier rübergeschmissen, ne? Ja. Wo ist das? Warte. Da ist das. Da. Das ist eine Raute. Tatsächlich. Dass sowas hier noch liegt. Unglaublich. Das ist nämlich so schön rot. Alter, ist noch in richtig guten Zustand, hä? Ja, sieht echt gut aus. Das ist gut. Hast du so eins schon mal gefunden? Nee, noch nicht. Schöner Fluss. Und das ist jetzt eine HJ-Raute oder eben aus den Griffschalen von dem HJ-Dolch. Genau. Aber ich denke mal eher, dass es so ein Anstecker ist. Zeig ich mal die Rückseite. Da sieht man nicht auch, da ist... Ja, aber ein Anstecker. Nadel da gewesen. Zeig mal. Da kann man auch manchmal noch den Hersteller sehen, aber hier sieht man das jetzt nicht so gut. Bin ich gespannt, was du da hast. Ich habe nämlich auch einen coolen Fund, denke ich. Kannst du schon gesehen. Und zwar ein Löffel. Ein kleiner Löffel, den mal jemand hier verloren hat. Geht auf jeden Fall was drauf. Ich mach mal ein bisschen sauber. Ey, hier liegen richtig gute Sachen. Oh, was? Müll? Ich hab einen Löffel. Echt? Hier. Das war Rico sein Fund. Irgendwas geschmolzen mit. Und hier ist der Löffel. Erst Mücken sind da. Alter, wie viele Mücken sind denn hier? Die greifen mich an. Die geht schon wieder los hier. Leg den Löffel mal hier so hin. Da. Da kann man was Schönes erkennen. Da steht was drauf. Mitaka, Mitapa? Ich weiß es nicht genau. Und da haben wir... Mensch, Sonic hat einen Löffel gefunden. Dem hat mal jemand gehört, der wahrscheinlich mit dem Löffel ein Stück Kuchen oder einen Pudding gegessen hat. Oder dort. Joghurt. Und da unten kann man erkennen Alpaka. Leider kriegt es jetzt nicht scharf, aber da steht auf jeden Fall Alpaka. Und ansonsten ist es ein sehr schöner kleiner Löffel. Den nehme ich mit. Natürlich. Wir nehmen eigentlich alles mit, wa? Außer Sachen, die man nicht mitnehmen darf. Was ist denn mit dir? Da hat der Alex eine Tröte gefunden. Ja, ich würde sagen, ein Hörnchen. Ja. Das war wahrscheinlich hier von so einem Jagdhorn. Da war vielleicht noch mehr dran. Wenn es mir runtergefallen, darf ich es nochmal haben? Ja, bitte. Hier siehst du, dass da so ein Gummi dran ist und da war wahrscheinlich ein Ball dran. So ein Pusteball, weißt du, wo du drücken kannst. Das war wahrscheinlich so eine kleine Hupe gewesen. Genau, ja. Das war eine Hupe, die war irgendwo dran. Fahrradhupe. Und dann konntest du hupen. Rico, willst du dem Alex? Willst du mal rennen lassen? Und du musst so einen komischen Ton dann auch einspielen. Mach ich doch. Das machst du. Genau. Das machst du. Normalerweise zeige ich ja nicht jeden Reichspfennig. Aber den wollte ich euch mal zeigen. Wegen dem guten Zustand. Wir sind hier nämlich in einem neuen Waldgebiet unterwegs und hier scheinen noch Sachen zu liegen. Da freue ich mich gerade ein bisschen, dass wir hier hintereinander ein paar Kleinigkeiten finden. Wer weiß, was hier noch kommt. Geht weiter mit den Funden. Ich habe hier was Interessantes gefunden. Wenn ihr wisst, was das ist, schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe nämlich keine Ahnung. Aber da ist eine Zahl drauf. 66 oder eine 99. Je nachdem. Aber das ist nicht der Fund, warum ich die Kamera angemacht habe. Sondern da ist der Fund. Da war das Signal und ich habe es irgendwie mit rausgeworfen.
Eine Münze. Eine größere Münze. Ich weiß noch nicht, was für eine Münze. £20 von 1969. Und hinten sieht man, dass es von der DDR ist. Hammer und Zirkel. Mücken pieken mir in den Kopf. Hier haben wir den Griff von einer Kiste, eindeutig. Vielleicht finden wir den Inhalt oder die Kiste noch. Ist auf jeden Fall interessant. Der Wald wird immer interessanter hier. Hier habe ich jetzt so eine Kanne. Und auf dieser Kanne steht was drauf. Wollen wir mal schauen. Hier, da ist Schrift. Mach mal ein bisschen sauber. Also ich weiß, was drauf steht. Ich kann es erkennen. Da steht drauf, nur für Mineralöl, 1 Liter. Also eine Ölkanne. Könnt ihr es erkennen? Das ist eine etwas ältere Münze. Über so eine Münze freue ich mich immer sehr, weil die einfach so schön gefertigt wurden damals. Haben die Leute sich noch richtig Mühe gegeben, wie viele Details da drin sind in so einem einfachen Reichspfennig von 1900. Ich glaube 1901. Ich drehe ihn mal um. 1906. Da kann man es gut erkennen. Also ein Pfennig aus der Kaiserzeit. Ein wirklich schönes Stück. Und dass es nach so langer Zeit so gut aussieht. Also wenn man da jetzt mal eine D-Mark nimmt, oder aus der D-Mark-Zeit ein Pfennig, die sind meistens aufgeplatzt und völlig kaputt. Genauso ist es mit dem Euro-Geld. Aber hier wurde noch hochwertiges Material verwendet. Dementsprechend sehen die auch richtig schön aus. Selbst wenn es nur ein Pfennig ist, freue ich mich wirklich über diesen Fund. Ich werde euch kurz mal was zeigen. Ich bin ja heute wieder mit einem Impact unterwegs und Alex ist mit einem Gauss unterwegs. Und immer wenn ich in der Nähe des Gauss komme, macht der komische Geräusch. Die wollte ich euch kurz mal zeigen. Ja. Das wollte ich euch nur mal zeigen. Wie schön das Display leuchtet vom Impact. Da haben wir ein Signal. Scheint ein blauer Kessel zu sein. Da sieht man noch, hier war der Griff dran. Ja, wird wahrscheinlich nichts sein, ne? Aber wer weiß, wir werden das mal auskramen und uns angucken. Könnte ja doch was sein, dass irgendwie was drin ist oder dass da noch mehr liegt. Ziemlich tiefes, großes Signal.
Kessel ist locker. Mal sehen, ob ich ihn rauskriege. Hab mal. Ist da noch mehr? Gucken wir gleich. Kappen. Das ist ein richtig alter, cooler Kessel. Rico, brauch einen Kameramann. Wir müssen unbedingt mal reinschauen. Vielleicht haben die ja was da drin versteckt. Und ist was drin? Nein, natürlich nicht. Wie manche Sondler immer so ein Glück haben können. Die buddeln so einen Kessel aus und ist der voller Orden. Und wir haben immer nur Sand. Na gut. Aber wir wollten euch den Kessel mal zeigen. Damit haben die Leute sich hier einen Kaffee gekocht. Damals. Vor 10 Jahren. Ich komme. Muss filmen. Rico hat eine Erkennungsmarke. Ein Dog-Tag. Vom Amerikaner. Vom Amerikanischen. Name Sex. Na, ist nicht schlecht. Und Name schreibst du ein? Nein, sein Name war Sex. Nein. Mr. Sexbird. Was steht da? Kannst du keine amerikanischen Doc-Tags lesen? Ich bin Deutscher. Muss ich das können? Bluttyp. Mhm, okay. Bluttyp. Ja, muss ja der Amerikaner auch auf jeden Fall amerikanische Doc-Tag. Modern. Da ist aber noch nicht eingraviert, ne? Aber die zweite Hälfte fehlt noch. Eine Klokette dran. Ganz edel. Hier. Da. Kann man auf dem Markt kaufen für 1 Euro. Ja. Genau, der Name kommt drin, denn das ist schlecht, ob du männlich, weiblich oder divers bist. Denn dein Geburtsdatum und dann deine Blutgruppe. Was würdest du denn dafür nicht schlecht eintragen bei dir? Ich würde männlich eintragen. Ach so. Und du? Sonic. Sonic, ja. Ja, Rico, sehr schöner Fund. Jetzt müssen wir mal noch gucken, ob wir den Amerikaner auch finden, weil das war nämlich die Hälfte, die beim Soldaten bleibt. Und das andere ist dann das, was mitgenommen wird vom... Das ist eine Hälfte, ja? Na, da sind immer 2 dran. Amerikaner sind immer 2 dran. Ach so, stimmt. Eine große, die beim Soldaten bleibt und eine kleine Hälfte, die mitgenommen wird. Ja, naja. Aber ist Modeschmuck, das ja, klar, nicht. Sieht man ja. Ist auf jeden Fall kein gefallener amerikanischer Soldat hier. Nee. Oder der nächste Fund, den Herr Alex hier gemacht hat. Ja. Handelt sich dabei um einen Vogelring. Zeig mal bitte. Genau, ich habe hier einen Vogelring gefunden. Da steht drauf DV 08992 und dann 20, wahrscheinlich das Jahr von 2020 und 788. Zeig mal bitte. Ja. Damit es ein bisschen besser gezeigt werden kann. Ja, 788. Und da ist doch irgendwas drauf. FCN oder so. Ich habe letztes Mal auch einen Vogelring gefunden. Ja. Na, vielleicht kann ja irgendjemand hier von YouTube, der zuschaut, der mal sagen, was die ganzen Zahlen zu bedeuten haben. Vielleicht kennt sich ja irgendjemand bei YouTube mit Vögeln aus. Sonic, wie heißen eigentlich die Leute, die sich mit Vögeln auskennen? Ornithologen. Die haben wirklich noch so einen Fachbegriffsnamen, ja? Das wusste ich jetzt nicht. Ja. Nee, das... Das wird schon so was heißen, ne? Deutscher Vogelverein, Leute. Ach, sind niedlich. Nein, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall Ornithologen. Das haben wir schon auch mal geklärt. Der Alex. Richtig. Tschüss. Jetzt kam noch ein Taschenmesser. Und das ist ein sehr gutes Zeichen. Also hier in dem Wald wurde noch nie gesondelt, so wie es aussieht. Ich habe hier keine Sondelspuren entdeckt und... Taschenmesser und viele unigramme Signale. Also hier kann noch richtig was kommen. Sehr interessant hier der Wald.